Assalamu alaikum. Meine lieben Geschwister, heute beschäftigen wir uns mit der zweiten Handlung, welche unsere Sünden löschen und tilgen wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa isbarul wudu'i fis sabarat. Dass ich meinem Wudu, meine Gebetswaschung, meine rituelle Gebetswaschung gründlich vollziehe in schwierigen Situationen, beispielsweise wenn es kalt ist. Oder wenn es nicht so leicht ist, Wudu zu machen, und trotz alledem mache ich es gründlich. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns hier eine ganz leichte Methode aufgezeigt, mit der wir uns einfach von unseren kleinen Sünden trennen können, wodurch sie gelöscht werden, regelrecht weggewaschen werden, indem ich versuche, auf meinen Wudu Acht zu geben. Hört einmal, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Wudu sagte, Abdest auf Türkisch. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn der Muslim Wudu macht und sein Gewicht wäscht, was passiert dann? Dann wäscht er die Sünden aus seinem Gesicht und mit dem letzten Tropfen, der von seinem Gesicht herunterfließt, wird auch die letzte Sünde herausgewaschen. Allahu Akbar. Stell dir mal vor, die ganzen Sünden, die du mit deinen Augen vollzogen hast, die Sünden, die du mit deinem Mund, mit deiner Zunge vollzogen hast, alles wird gelöscht. Einfach nur, weil du dein Gesicht gewaschen hast. Und wenn er dann seine Arme wäscht, werden die Sünden aus seinen Armen herausgewaschen, so dass mit dem letzten Tropfen auch die letzte Sünde herausfließt. Stell dir mal vor, du hast irgendwie vielleicht jemandem Unrecht getan. Du hast etwas gemacht mit deiner Hand, was eigentlich nicht sein sollte. Alles wird herausgewaschen. Und wenn du dann über deine Haare und deinen Kopf streichst, werden alle Sünden herausgewaschen. Deine ganzen schlechten Gedanken, deine vielleicht Mutmaßungen, dein, weiß ich nicht, auch dein Argwohn, du kannst damit mit so einer kleinen Sache so viel bewirken. Und genau dasselbe, wenn du deine Füße wäschst. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, am Ende ist der Mu'min was? Er ist rein von Sünden, nur alleine aufgrund der Tatsache, weil er vernünftig Wudu gemacht hat. Allah Ta'ala, er will uns reinigen. Und deswegen hat ja auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er über die 5 Gebete gesprochen hat, das damit verglichen, als hätte jemand einen Fluss vor seinem Haus, in dem er 5-mal am Tag badet. Und ich bereite mich auf das Gebet mit dem Wudu vor, damit ich mich reinige von meinen Sünden. Das ist das, was ich erreichen möchte. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Bilal radiallahu anhu, O Bilal, ich habe deine Fußstapfen im Paradies gehört, also wie du gelaufen bist im Paradies. Da sag mir, was ist das Beste, was du getan hast, wo du glaubst, dass das der Grund sein könnte, dass du das Paradies betreten hast oder betreten wirst. Und er meinte Bilal radiallahu anhu, es gab keine Stunde am Tag und in der Nacht, wo ich nicht, wenn ich mein Wudu verloren habe, Wudu gemacht habe, und dann mit diesem Wudu so viel gebetet habe, wie ich Lust hatte. Durch den Wudu und durch das Gebet hat Bilal radiallahu anhu schon zu Lebzeiten die frohe Botschaft bekommen, dass er das Paradies betreten wird. Allahu Akbar. Es ist eigentlich so leicht. Allah Ta'ala, er will uns vergeben. Und er zeigt uns auf, wie wir diese Vergebung erreichen können. Es sind Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr viel bewirken. Und die uns von unseren Sünden reinigen. Und deswegen sei nicht faul mit dem Wudu. Sag nicht, oh, jetzt muss ich schon wieder Wudu machen. Nein, danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass du diese Möglichkeit bekommen hast, dich vor dem Gebet noch einmal von deinen Sünden zu reinigen und dich voll und ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Es ist eine der größten Gnaden Allahs überhaupt. Und das Schönste kommt jetzt noch. Weißt du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wie am jüngsten Tag der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Brüder, die er nicht gesehen hat zu Lebzeiten, erkennen wird? Er wird sie erkennen anhand der Spuren des Wudus. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er an einem Friedhof war, ich würde mir wünschen, ich passe ein bisschen zusammen, ich würde mir wünschen, dass ich meine Brüder sehe. Er sagt, Sahab, sind wir nicht deine Brüder? Er sagt, nein, ihr seid meine Sahabis. Meine Gefährten, meine Brüder sind diejenigen, die noch nachbekommen werden. Und dann fragten die Sahabi, ja, Rasulallah, wie wirst du sie erkennen?
Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich werde sie erkennen anhand der Spuren des Wudus. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, stellt euch vor, jemand hat Pferde mit weißen Flecken. Inmitten einer Herde von ganz schwarzen Pferden würde er seine Herde nicht erkennen. Sie meinten, ja, o Gesandter aus. Und genauso auch die Muslime am jüngsten Tag. Diejenigen, die Wudu gemacht haben. Und jetzt stell dir mal vor, du hast kein Wudu gemacht. Du hast nicht mal gebetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird dich nicht erkennen. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Und möge Allah Ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche ihren Wudu gründlich vollziehen in allen Situationen. Und möge Allah Ta'ala uns dadurch unsere Sünden vergeben. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.